So, ihr Lieben, wir fangen direkt an, weil wir haben noch eine Stunde, um dieses wunderschöne Bild zu malen. Jetzt habe ich doch das Licht nicht angeschaltet. Eine Sekunde und es geht direkt los. So, damit wir ein bisschen mehr Licht haben, ich mache jetzt schnell so ein bisschen, vielleicht weniger. So, also, herzlich willkommen. Wir malen heute dieses wunderschöne Wintertraum und die Farben habe ich dafür schon vorbereitet. Ich habe natürlich erfolgreich mich gerade da damit angesaugt. Und wie ihr seht, es glitzert auch ein wenig. Wir bringen auch ganz, ganz dezent Glitzer rein, um so ein bisschen mehr dieses Schneeflair zu erreichen bei unserem Bild. Und wir fangen auch direkt an. Ich stelle das nur einmal kurz weg. Dafür brauchen wir folgende Farben. Ich habe mich hier vergessen, Weiß vorzubereiten, sehe ich gerade. Alles vorbereitet außer Weiß. Weiß machen wir auch gleich schnell. Ansonsten braucht ihr dunkles Blau. Umso dunkler, desto besser. Viel Weiß. Ein bisschen Gelb. Etwas Lila, ganz wenig. So, Orange, nach Möglichkeit, wenn jemand hat, wenn nicht, kann man das mit Rot zusammenmischen. So, Pink, Rot, Dunkelblau, ich habe noch ein sehr, sehr dunkles Blau, es nennt sich Preußisch Blau, das da, das macht so einen schönen Effekt und ein bisschen Schwarz. Und damit fangen wir auch direkt an. Wir nehmen einfach mal so einen Flachpinsel, so einen größeren, den größten, den ihr habt. So, machen den ein wenig feucht, gehen in unsere gelbe Farbe so senkrecht, dass wir ein bisschen was auf dem Pinsel haben und machen ungefähr in der Mitte, man kann es gerne ein bisschen weiter oben, oberhalb der Mitte, so eine Linie, da ist es unsere Horizontlinie. Ja? Also ungefähr hier soll sie sein. Das machen wir mit Gelb. Und dann können wir auch schon mit Gelb anfangen, unseren Himmel zu malen. Erstmal einfach mit unserem hellen Gelb. Immer ein bisschen nass machen. Die Farbe soll nicht allzu pastös sein, also jetzt nicht so dick, dass man, dass sie viel zu dick ist, praktisch, dass es so zu Fletscher sind, sondern sie soll schon ein bisschen durchsichtiger sein. Und sich gut vermischen lassen mit den anderen Farben. Auch hier vergessen wir nicht unsere Ränder. Ja? Also immer wieder darauf achten, dass man die Ränder mitmacht. Das sieht schön aus. Wenn die Linie nicht allzu perfekt gerade ist, ist es okay. Hauptsache, die sind horizontal. Dann gehe ich ins Orange und mische hier mein Orange bei. Einfach über das Gelb drüber so ein bisschen. Ja? Also unten ist Gelb, oberhalb ist Orange. Ich habe so ein schönes leuchtendes Orange gekauft. Ich glaube, der heißt sogar so, leuchtendes Orange. Brillant Orange heißt das. Von Marabu, die Farbe 925. Könnt ihr euch merken, falls ihr mal einkaufen geht. Solche Farben kriege ich immer bei Hornbach. So, das könnt ihr euch gönnen, wenn ihr gerne schön mit schönen Farben malt. So, auch hier Seiten. Und wenn wir mit Orange fertig sind, gehen wir über zum Pink und bringen Pink ins Spiel. Genauso mit etwas Wasser, so dass das mit Orange sich vermischt. Ja, dass das nicht einfach so stehen bleibt. Dass das mit Orange eine gute Mischung ergibt. Wenn ihr keinen Orange habt da daheim, könnt ihr das mit Pink und Gelb ebenfalls so eine schöne, brillante Orangefarbe erreichen. Einfach Gelb und Pink mischen. So. Wir haben jetzt schon einen sehr schönen Himmel. Ich muss so ein bisschen mehr Pink hier machen, oben drüber. Und gleich geht es weiter mit unserem Lila bzw. Flieder.
Also helles Lila erreicht ihr durch Lila, wenn ihr dunkles Lila habt, mit etwas Weiß. Dann ist es ein helles Lila. Und das könnt ihr dann weiter hier verwenden. So. Weiter geht's mit Lila. Das ergibt so eine schöne, kühle Note für den Himmel. Ist ja Winter. So, als wären da irgendwelche dünne Wolken über dem abendlichen Wintermärchenland. Auch hier oben, denkt mir dran, dass wir da Ränder haben. Die müssen wir schön streicheln. Was ich nicht gesagt habe, ich nehme jetzt das Video auf. Wenn ihr nicht schafft, mit mir zusammen direkt zu malen, 24 Stunden habt ihr, nachdem das Video online ist, wenn wir hoffen, dass das nicht verschwindet, um das Bild zu malen. Das sollte reichen. Danach ist das Video dann nur noch auf meiner Webseite zu finden. Das ist unser Himmel. Das ist der Anfang. Auch hier schön von rechts nach links verstreichen, keine Haken reinsetzen, so dass das nicht abgehackt ist. Wenn ihr so eine schöne, leichte Linie macht, dann ist es in der Regel auch, dann funktioniert das, dass die Farben sich vermischen und dass das so eine schöne Horizont ergibt. Ich habe ja das Bild sehr groß gemalt, also 50 x 70 cm. Jetzt malen wir das hier klein. Ansonsten habe ich weiterhin mit diesem Pinsel gearbeitet. Ihr könnt hier aber einen kleineren nehmen. Also ich nehme hier einen, ich glaube, es ist ein 12er Pinsel. Ja, das ist ein 12er. Und jetzt male ich mir den Fluss bzw. diesen Bach, was da läuft. Ich fange mit Gelb an. Die Linie muss nicht hundertprozentig jetzt so sitzen. Ich kann auch mit Gelb mir so ein bisschen anmalen, wo das dann später läuft. Ja? Ich fange mit Gelb an. Dann gehe ich über direkt in Rot. Und mische das aber mit meinem Gelb zusammen, sodass das eine Orange-Mischung ergibt. Hier male ich tatsächlich mit Rot und nicht mit Pink. Weil das ist im Wasser. So, ich vermale das mit meinem Gelb. Und dann ist es noch so ein Orangeton. Kann aber auch Orange dazu nehmen. Wenn das mit dem Vermalen nicht so ganz funktioniert. Das ist praktisch das Wasser, was unten läuft. Gehe weiter. Das ist mal ganz, ganz grob. Also müsst nicht versuchen, gleich die Ränder vom Wasser hinzukriegen. Das kommt noch. Weiter geht's mit Blau. Und hier unten würde ich nochmal Dunkelblau nehmen, weil das eine sehr schöne Farbe ist. Und auch immer wieder so ein bisschen verstreichen, so von einem Ende zum anderen, ohne hier irgendwie in der Mitte einzusetzen und dann wegzuführen, weil diese Haken sehen dann nicht so schön aus. Und dann nehmen wir einfach Dunkelblau. Das ist kein Schwarz, das ist wirklich Dunkelblau. Wenn man davor steht, sieht man auch den Unterschied. Sieht ganz toll aus. So ein tiefes Tintenblau ist das. Und dann bringe ich das hier unten in meinen Bach. Und auch hier, mein Bach läuft über den Rand hinaus. Vermische das mit einem anderen Blau, man sieht den Unterschied. Helleres Dunkelblau und dunkles Dunkelblau. Ja. Ihr könnt ja aber nur eine Farbe nehmen, wenn ihr keine andere habt. Damit ist auch unser Fluss eigentlich schon soweit vorbereitet. Und jetzt nehme ich wieder meinen großen Pinsel. Mache ich richtig sauber, dass da keine
Farbe dran praktisch ist. Ne? Weil jetzt geht es darum, dass wir unser Weiß nehmen und ganz kleines wenig von Lila. Ne? Das ist kaum Unterschied. Also ich mische mir ganz minimal was Lilanes dazu. Kann auch ein bisschen Blau dazu nehmen, damit es solche Striche ergibt. Ja? Vermische das auch nicht wirklich viel. Ich brauche jetzt einfach nur die weiße Farbe. Das ist ein bisschen zu viel Blau. Deswegen gehe ich mit Weiß nochmal